Das Engelchörli Zappenzell probt das Ruckusoli. Was für eine Laie gleich tönt wie viele andere Stücke, können die Jodler klar unterscheiden. Wie das möglich ist, will der Musikethnologe Raymond Amann von der Hochschule Luzern herausfinden. Wie kann das funktionieren, dass man genau sich an dem Jodel kann, auf diesen Jodel kann konzentrieren kann, ohne irgendwie in einen anderen hineinzurutschen und ohne, dass man das irgendwie ein Notenbild kann, visuell im Gedächtnis behalten oder sich nach irgendeinem Text richten. Und das ist schon faszinierend. Die Forschung steht noch am Anfang. Neben der Musikanalyse befragt der Forscher die Jodler. So will er verstehen, wie die vielen Melodien behalten und über Generationen überliefert werden. Die meisten Jodler können nämlich keine Noten lesen. Das ist die Festplatte, die man im Hirn hat, wo die heutige Musik natürlich im Computer hat. Der Forschung zu Hilfe kommt die Arbeit von Erwin Sager. Er hat mitgeholfen, über die Jahre 1400 Varianten vom Naturjodel zusammenzutragen und auf Papier zu bringen. Das Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik hat so eine schweizweit einzigartige Jodeldatenbank auf die Beine gestellt. Die ältesten Aufnahmen sind über 100 Jahre alt. Von diesen Aufnahmen erhoffen sich die Forscher herauszufinden, welche Melodien behalten werden, welche vergessen gehen. Zwar hören viele Jodler ins Tonarchiv rein, aber nicht alle finden es gut, dass er die Melodie auf Papier bringt. Es gibt eine rechte Anzahl, die keine Freude hat daran. Die einfach sagen, das schreibt man nicht auf, das lässt man und singt es, wie man es hört. Und andere sagen, wunderbar, jetzt kann ich mal Neues anschauen und vielleicht auf das Repertoire aufnehmen. Hat vielleicht auch damit zu tun, weil es nicht gern für wahr hat, dass sie gerne Noten lesen können. Die Jodler sind stolz auf ihr Brauchtum. Sie wollen ihre Lieder weiterhin mündlich weitergeben und nicht verschriftlichen. Darum ist es für den Jodelforscher klar, dass er säuferlich vorgehen muss. Wenn man hier auf die Leute entsprechend zugeht und wenn man darlegt, was man macht, dann sehe ich das, was wir machen, eher als eine Dienstleistung für die aktiven Jodler, weil wir irgendwie das Mehrzwang von irgendeinem Teil, wo da Brauchtum, als Brauchtum ist, dass man dem irgendetwas wegnehmen will. Notieren oder weitersagen, das sehe ich halt umstritten. Nicht so beim Chorleiter vom Engelchörli, der den Nutzen der Jodelforschung sieht. Das ist natürlich fast so eine Glaubenssache, aber es ist halt einfach so, sonst gehen sie einfach verloren. Oder? Und was willst du? Mir ist es lieber, als schöne alte Melodien erhalten bleiben und dass man halt dazu den Weg nimmt vom Aufnotieren. Wie werden die Zäuerli und Ruckuseli also behalten? Erinnert man sich an die Melodie, den Rhythmus? Oder ist es ein schönes Gefühl, wenn sich die Hörli aufstellen beim Gesang, der einen berührt? Bis in 3 Jahren soll die Naturjodelforschung, die vom Nationalfonds finanziert wird, diese Frage klären.